Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde, mit folgender Zahlengeraden. Bei dieser Aufgabe sollst du die Zahlen, die auf der Zahlengerade durch ein X markiert sind, in den Kästchen ergänzen. Wenn du die Zahlengerade genauer betrachtest, siehst du, dass es sich um relativ kleine Zahlen handeln muss, da die erste Zahl mit 0,042 angegeben ist und die letzte Zahl in diesem Ausschnitt 0,045 ist. Zunächst möchte ich zwei wichtige Eigenschaften von Dezimalzahlen und Zahlengeraden gemeinsam mit dir in Erinnerung rufen. Du kannst nach dem Komma, nach der letzten Ziffer, beliebig viele Nullen anhängen, wenn dies für deine Berechnungen benötigt wird. So kannst du aus der Zahl 0,42 die Zahl 0,42000 und so weiter machen, ohne dass sich der Wert ändert. Die zweite wichtige Eigenschaft in diesem Zusammenhang ist, dass die Einheitsstrecke auf einer Zahlengerade die Strecke zwischen 0 und 1 ist, diese aber unterschiedlich lang sein kann und in Teilstrecken unterteilt werden kann. Du siehst hier nun drei Zahlengeraden. Die Einheitsstrecke ist rot markiert und stets unterschiedlich lang, während die Einheitsstrecke auf der ersten Zahlengeraden in 10 Teilstrecken geteilt wurde, ist die Einheitsstrecke auf der unteren Zahlengerade in 5 Teilstrecken geteilt. Nun zurück zu unserer Aufgabe. Betrachten wir nun genauer diese Zahlengerade. Der Abschnitt von 0,042 bis 0,043 entspricht 0,001 Einheiten. Und dieser Bereich ist wiederum in 10 Teilstrecken unterteilt. Eine Teilstrecke, du siehst sie hier in Gelb, entspricht somit 0,0001, das heißt ein Zehntel der Strecke zwischen 0,042 und 0,043. Und mit diesem Wissen können wir nun unsere Aufgabe lösen. Ergänze zunächst eine Null am Ende jeder Zahl. Und nun sehen wir, dass jede Teilstrecke 0,0001 entspricht und somit wissen wir, dass die erste Zahl 0,0419 ist, die nächste Zahl somit 0,0428 ist, also zwei kleine Teilstrecken vor der gegebenen Zahl 0,0430, die nächste Zahl 0,0439. Und die letzte gesuchte Zahl 0,0445. Und somit ist die Aufgabe fertig gelöst.